Astronautinnen und Astronauten leisten wirklich Beachtliches. Jetzt die 5 top außergewöhnlichsten Leistungen im Weltraum bei Klicksum Science & Fiction. Den längsten Außeneinsatz im All absolvierten Susan Helms und Jim Foss. Im Jahr 2001 endete er erst nach 8 Stunden und 56 Minuten. 380 Kilometer über der Erde halfen sie beim Bau der internationalen Raumstation ISS. Sie wechselten Kabelleitungen aus, montierten eine Antenne um und bereiteten alles für die Montage eines Greifarms vor. Dafür mussten sie fast eben 9 Stunden am Stück außerhalb der ISS bleiben. Bis heute war kein anderer Mensch länger am Stück im Weltall, in einem Raumanzug, also in einem Außeneinsatz. Als die beiden wieder in die Kapsel zurückkehren wollten, mussten sie mehrere Stunden in einer Druckschleuse ausharren. Der Körper musste wieder an den normalen Druck angepasst werden. Kleiner Fakt noch zur fertiggestellten ISS. Die Raumstation umrundet die Erde 16 Mal am Tag. Der erste Mensch auf dem Mond war Neil Armstrong. Er betrat am 20. Juli 1969 den Mond. Sein berühmter Satz damals: Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Was viele vergessen, er war damals nicht allein. Buzz Aldrin stieg nach ihm aus der Mondfähre zu ihm herab auf den Mond. Gemeinsam waren sie die ersten Menschen dort. Heute gibt es jede Menge Gerüchte und Spekulationen um die Mondlandung. Viele Kritiker bezweifeln, dass diese echt war. Allerdings konnte die NASA bisher alle Zweifel ausräumen. Keine der Verschwörungstheorien war bisher stichhaltig. Für Susan Helms und James Foss endete ihr Außeneinsatz erst nach 9 Stunden. Der Russe Sergei Krikaljow war zwar nicht die längste Zeit außerhalb einer Raumfähre, aber die längste Zeit überhaupt im Weltraum. Sergei Krikaljow war mehr als 800 Tage im All. Er brachte also mehr als 2 Jahre seines Lebens über der Erde im Weltall. Auf diese Aufenthaltsdauer kam er bei insgesamt 6 Flügen. Der längste Aufenthalt eines Westeuropäers dauerte übrigens fast ein Jahr. Der deutsche Astronaut Thomas Reiter flog 2-mal ins All. Dort angekommen verbrachte er insgesamt 350 Tage. In so vielen Filmen sieht man immer wieder Astronauten durchs All schweben. Die meisten davon schweben ohne Sicherheitsleine durch die Gegend. Wenn man aber mal eine Sicherheitsleine in einem Film zu sehen bekommt, dann gibt es direkt irgendeine schlimme Situation, ein Drama spielt sich ab. Das war übrigens auch in der Realität beim ersten Weltraumspaziergang. So Alexei Leonow war der erste Mensch, der das All betrat, mit Hilfe einer Sicherheitsleine. Kurz nach dem Ausstieg aus seinem Raumschiff Voskhod 2 spielte sich ein Drama ab. Nach 20 Minuten musste er um sein Leben kämpfen. Sein Anzug verhielt sich plötzlich wie ein riesiger Ballon. Er pustete sich nach und nach auf. Am Ende seiner Kräfte angelangt, schaffte er es gerade noch ins Raumschiff. Der erste Mensch auf dem Mond, der längste Aufenthalt im All, der erste Mensch außerhalb eines Raumschiffes. All diese Leistungen basieren auf dem Erstflug ins All. Aber wer war eigentlich der erste Mensch, der in den Weltraum flog? Viele Nationen, also vor allen Dingen natürlich die USA und die Sowjetunion, die wollten die Ersten sein. Es gab einen richtigen Wettlauf zwischen den beiden. Und geschafft hat es schließlich die Sowjetunion. Juri Gagarin begab sich am 12. April 1961 auf den Weg ins All. Innerhalb von 1 Stunde und 40 Minuten flog er einmal um die ganze Welt. Danach kehrte Gagarin unversehrt zur Erde zurück. Es ist wirklich unglaublich, seit wann wir Menschen schon die Möglichkeit haben, ins All zu fliegen. Heute wissen wir schon so viel über das, was weit von uns entfernt ist. Und doch wissen wir noch lange nicht alles. Erst vor wenigen Wochen konnte man erklären, wie das Weltall klingt. Mehr dazu erfahrt ihr im Video hier oben. So klingt das Weltall. In diesem Video hört ihr tatsächlich Aufnahmen aus dem All. Zur App und zum Blog kommt ihr hier unten. Und kennt ihr noch mehr derartige Leistungen? Schreibt ihr uns gerne in die Kommentare unter dieses Video. Vielleicht machen wir noch eine Folge 2 mit außergewöhnlichen Leistungen im Weltall. Vielleicht habt ihr so das ein oder andere Geheimtippchen oder so eine verborgene Höchstleistung. Dann schreibt sie uns. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.